Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Spiel Bundesliga Manager 97 von Software 2000 mithilfe der DOSBox auch auf aktuellen Betriebssystemen spielen könnt. Und wir werfen zu Beginn wieder erstmal einen Blick auf die CD, gehen also in den Windows Explorer und gehen erstmal in den Ordner BM97. Und hier sehen wir alle Dateien zum Spielen, sehen auch hier die Startdatei BM97.exe. Was uns allerdings hier fehlt in diesem Ordner, ist die Datei zur Installation, die Install.exe. Und dann gehe ich nochmal zurück auf die CD und wir sehen jetzt hier ist die Installationsdatei. Wir müssen also jetzt, wenn wir DOSBox starten, nicht auf den Ordner BM97 gehen, sondern gehen nur auf das Laufwerk D und starten dann die Installation mit der Install.exe. Und das machen wir jetzt mal. Also wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus und starten die DOSBox. Und wir mounten zu Beginn wieder erstmal die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. So, gehen jetzt auf das CD-ROM-Laufwerk mit D-Doppelpunkt und wie schon gesagt, gehen wir jetzt nicht in den Ordner BM97, sondern bleiben auf der CD und starten die Installation mit der Install.exe. So, Installationsprogramm startet. Gehen wir jetzt auf Installation. Wir wählen Vollinstallation aus. Ja, jetzt zeigt uns an, hier zu wenig Speicherplatz. Das ignorieren wir einfach mal. Pfad lassen wir jetzt auch so. Müssen wir uns dann nur merken. CS2000BM97. Ihr installiert das Spiel also jetzt in unseren Ordner CDOS, den wir ja schon vorab erstellt haben. Und dann in den Unterordner S2000. Und dann wiederum in den Unterordner BM97. Hier müssten wir dann wechseln, wenn das Spiel installiert worden ist, und starten das Spiel, wie schon gesagt, mit der BM97.exe. Gut, und jetzt starten wir erstmal die Installation. Ja, wieder die Fehlermeldung, dass zu wenig Platz ist, ignorieren wir. So, die Installation ist abgeschlossen und wir bestätigen jetzt mit OK. Und müssen jetzt noch ganz wichtig die Musik- bzw. Soundeinstellung vornehmen. So, fangen wir zuerst an MIDI-Musik. So, hier wählen wir aus, wie immer, die Soundblaster oder 100% kompatible. Automatische Erkennung, okay, Karte erkannt. Und hier wählen wir auch wieder aus Soundblaster oder kompatible. Lassen wir auch wieder automatisch erkennen. Karte erfolgreich erkannt. Okay, mehr müssen wir hier auch nicht machen. Gehen wir auf fertig. So, Installation ist abgeschlossen. Soundeinstellungen sind ebenfalls abgeschlossen. Jetzt können wir dieses Installationsprogramm beenden. So, und könnten das Spiel jetzt schon starten. Ich mache es aber wieder so, ich gehe jetzt wieder aus DOSBox raus und werde euch zeigen, wie ihr dann beim nächsten Mal das Spiel entsprechend mit DOSBox starten müsst, denn die Installation müssen wir so nicht mehr durchführen. Können also direkt mit dem Spiel starten und das machen wir jetzt. Also ich beende nochmal DOSBox und gehe nochmal neu rein. Und so müsstet ihr dann immer das Spiel mit DOSBox entsprechend starten. Also wir mounten wieder die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. So, und gehen jetzt auf die Festplatte in den Ordner S2000, den wir vorhin erstellt haben. Und jetzt in den Ordner BM97. Und jetzt starten wir das Spiel mit der BM97-Exe.
So, das Spiel läuft. Ja, ich starte mal kurz hier. Einstellung lassen wir jetzt mal so, wie sie sind. Wählen uns mal noch den Verein aus. So, wir nehmen wieder Dynamo Dresden. So, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal ihn hier. Namen ändern wir auch mal noch ab. So, Startliga nehmen wir jetzt mal Bundesliga. Okay, so mit UEFA Cup haben wir Bayern, Schalke, Mönchengladbach und Hamburg. Champions League Dortmund. In der nächsten Runde im DFB-Pokal treffen folgende Teams aufeinander. VfB Stuttgart hat Heimvorteil gegen Spielvereinigung Unterhaching. Aus der zweiten Bundesliga VfB Leipzig gegen den Zweitligisten Hertha BSC Berlin. Gut, hier kurz mal Rot-Weiß ab. SSV Ulm. So, und wo sind wir? Wir spielen auswärts in Mannheim. Okay, das dürfte kein Problem sein. Ja, okay, machen wir auch. Gut. Ja, ihr seht also, das Spiel funktioniert, Sound funktioniert. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Was noch ganz wichtig ist, ihr müsst darauf achten, welche Version ihr von dem Spiel installiert habt. Also alles, was unter Version 1.3.5 ist, da diese Versionen sind sehr fehleranfällig und ihr müsstet hier in jedem Fall ein Update durchführen auf die Version 1.3.5. Und den Patch hierfür bekommt ihr zum Beispiel auf meiner Website. Ich würde das euch nochmal kurz zeigen. Also wir beenden jetzt erstmal wieder die DOSBox, gehen aus dem Spiel raus. So, und da gehen wir mal auf meine Website. www.gamedoktorpc.de und dann geht ihr auf Übersicht Spiele. Hier findet also ihr die Spiele, die alle schon hier eingestellt sind. Geht dann auf Bundesliga Manager 97 und hier findet ihr dann unter Patches die oder den Patch auf die Version 1.3.5, wo ihr dann die Datei könnt ihr entsprechend runterladen, den Patch durchführen, sodass ihr dann die aktuellste Version habt, die fehlerfrei läuft. Und ja, das wäre es so schön, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel.